Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Watch Dogs 2. Diesmal nicht an der Hauptstory, sondern ich habe unterwegs eine kleine Nebenstory gefunden. Und habe mir gedacht, dann packe ich die einfach mal dazwischen rein. Mal sehen, was es so für uns hat. Es geht um irgendeinen Hackercode, den man machen muss. Der ist 52 Herzwahl. Ich habe keine Ahnung, was damit, also was da verlangt wird, aber mal sehen, ob wir es knacken können. Hey, das ist neu. Ich bin eingesperrt. Ich werde dich da rausholen. Nicht nötig. Das ist eine Art 52 Hertz 2.0. Ich muss selbst einen Weg finden. Du bist verrückt. Nein, ich hab Spaß. 52 Hertz war ein Pionier dieser Art kryptischer Rätsel. Ohne das gäbe es kein Cicada 3301. Kein Lundgren-Mysterium. Hört ihn euch an. Der große Retro hat also einen Fetisch. Ja, aber wie komme ich... Warte, wie kriege ich das jetzt hier? Okay, nee, das ist noch zu weit. Ah, ich habe hier eine zweite Quelle. Mal sehen. Die bringt mir wenig, aber dann kann ich zumindest so rum und das dann hier rum, so rum, darum leiten und dann habe ich das hier geknackt und dann. Das hier auch noch, ja mal. Ich überlege gerade, was mir das hier sonderlich viel bringt. Sammel hier rum und jetzt muss ich aber das hier oben noch knacken. Das heißt, ich brauche von hier aus irgendwie Energie rüber. So, und dann... Eigentlich ist es doch ganz alles ganz einfach. Ich fühle mir immer noch das hier unten. Und wie komme ich an das hier unten ran? Also ich brauche auf jeden Fall hier so den hier so die Energie. Ich brauche hier immer noch das. Scheiße. Alter, es ist schwierig. Ah, jetzt habe ich's. Also so schwierig war es dann offensichtlich doch nicht. Finde einen Weg aus dem Raum. Und draußen. Nice. Bin draußen. Was war's jetzt? Nope. Im zweiten Teil des Originalrätsels musste man einer Hackerspur folgen. Ich suche mir eine höhere Stelle und scanne danach.
So gut, das heißt, ich muss da, ich darf dann wieder auf die Strecke fahren. Auf die. Nice, mein Auto. Also nur gut. Ups, das war das Falsche. Ich hab gar keinen Hund. Als ob das. Ach. Nice, und jetzt? Alles gehackt. Was kommt jetzt auf mich zu? Okay, die Signalquelle muss hier irgendwo sein. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt auf den Friedhof. Ich frage mich, ob das auch so ein Friedhof ist. Oh, ich, vielleicht, ich glaube, ich habe das Mikrofon gerade falsch gehabt. Ob das auch so ein Mikrofon ist wie in den ganzen Filmen, wo sie alle mit dem Auto, wo sie alle mit dem Auto hinfahren in den Kreisverkehr, in den Marcus, Friedhof. Lieferung? Wieso bist du auf dem Friedhof? Die Spur hat mich hingeführt. Spioniert ihr mir nach? Wir sind jetzt neugierig wegen der 52-Hertz-Sache. Wir nehmen übrigens noch Wetten an, ob du erwischt wirst. Wer wettet gegen mich? Oh, niemand. Kein Mensch. Also gut. Mal sehen, was das nächste Rätsel auf für uns bringt. Aber mich interessiert jetzt echt, was der 52 Hertz mal genau ist. Ich hab's. Das muss der letzte Schritt sein. Was hast du denn gefunden? Es ist wie das Original. Vermutlich eine Einladung zur NSA. Darüber macht man keine Scherze. Okay. Und ist es eine Einladung zur NSA? Okay, Mission abgeschlossen, das war's jetzt. Hä, ja, als ob es das jetzt schon war. Ladies, Gentlemen, Wrench, ihr sprecht jetzt mit dem 52-Hertz-Meister. Cool, und wie ist es denn ausgegangen? Tja. Ich bin jetzt bei der NSA. Im Gegenzug musste ich ihnen die Daten aller DedSec-Mitglieder geben. Marcus, ich brat dir eins über. Es war ein Rekrutierungstool, wie ich dachte. Aber ich habe alle Spuren gelöscht, dass ich jemals da gewesen bin. Die der zwei anderen, die alles ausgefüllt hatten. Wenn sich die NSA nicht meldet, kommen sie vielleicht zu DedSec. Toi, toi, toi. Nice. Hä, wie das war's, Leute? Das interessiert mich jetzt, was das genau, was gegen gemeint ist. Ubisoft Club Herausforderung? War nicht Herausforderung, sondern. Oh, sammle den Preis ein, sammle den Preis ein. Wollt ihr mich verarschen? Oh, fickt euch doch. Na gut, nun denn.
Also gut, mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, dann fange ich jetzt noch mit der letzten Hauptmission an. Und zwar mit geknechtete Massen. Erstmal Teleportation zu einem Restaurant und dann. Oha, das sind aber böse Worte. Dafür musst du die Freisprechfunktion einschalten. Bist du auf Lautsprecher? Ja, das Zeug stinkt. Das ist Bier mit Eiweiß. Was erwartest du? Egal, leg den Kopf auf die Tischkante und breite deine Haare so aus, wie sie aussehen sollen. Okay. Ruf mal einer den Notarzt! Okay, hier ist jetzt Lenny. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, Captain Butfuck hat beschlossen zu erscheinen. Was denn, ohne den Rest von Team Shitstorm? Hm. Viel Glück. Oh, jetzt sei doch nicht so. Hey, 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 Süßer. Bringen Sie meinem Freund hier einen Drink? Nur ein Wassermann. Nein, Bier. Zwei Bier. Oh, der steht ganz oben auf meiner Wichsliste. Weil ein Arsch hat ein Mädchen. Da kriege ich weiche Knie, ich meine. Guck mal, guck mal. Bap, 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 bap. Profi-Tipp, wenn du so einschüchterst, wirst du schneller bedient. Das klappt auch mit einem Lächeln und einem Kompliment. Oh, hey Mann, das war echt schnell, das weiß ich echt zu schätzen, danke. Du beschissener Fake. Wenigstens bin ich ehrlich, du ein verdammter Lügner. Du bist auch eine Lügnerin. Oh, deshalb hast du mich hergebracht? Hm. Was, wenn ich sagen würde, es gibt da ein paar Obdachlose auf den Straßen, deren Körper voller experimenteller Nanotech ist. Ich meine, denk an die Öffentlichkeitswirkung und die Aufklärung, die ihr der Zeckdeppen mit diesen Infos erreichen könntet. Ich meine, eine Armee-Robopenner macht dich das nicht heiß. Im Ernst? Im Ernst. Nennt sich Projekt Ransense. Woher weißt du davon? Die ersten Freiwilligen waren aus meiner Crew. Hm, deine Crew. Erste Regel des Arschlochclubs lautet, ihr verliert kein Wort über den Arschlochclub. Ha, 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 ha. Eins musst du über Biohacker wissen, klar? Wir möchten Pioniere sein, also gehen wir Risiken ein. Und Ransense? Wir hatten eine Menge kranke Biohacker und nichts Cooles vorzuweisen, also haben wir es gelassen. Und ich soll glauben, dass Ransense stattdessen angefangen hat, Obdachlose zu entführen? In etwa. Du glaubst nicht, was ein Penner macht, um in eine mobile Klinik zu kommen. Scheiße, Mann, du verarschst mich doch. Nanotech. Sendet ein Tracking-Signal. 910 Megahertz. Nur zu, ist ganz mit UHF. Ich warte. Okay, na und? Deine kleine Ampulle sendet. Es war echt spaßig, Lenny, aber ich kauf dir das alles nicht ab. Oh, das machst du wohl. Ruf mich nicht nochmal an. Du bist doch total sensationsgeil. Du kannst nicht widerstehen. Hey, Marcus! Willkommen im Arschloch-Club. Bist echt durchgeknallt. Ach, ich glaube, ich muss Lennys Info zu den toten Obdachlosen überprüfen. Es schadet nicht, es zu checken. In der Bay Area gibt es ein großes Interesse am Nanotech. Viele halten das für den nächsten großen Schritt der Evolution in puncto Körpermodifikation. Jede Menge Biotech-Unternehmen experimentieren damit herum. Klingt, als hättest du ein bisschen Ahnung von dem Kram. Ich will Flügel. Kann ich Flügel haben? Könnt ihr euch nicht mit Flügeln vorstellen? Das wäre sowas von abgefahren. Das ist theoretisch möglich, in nächster Zukunft aber unwahrscheinlich. Ich höre immer nur bla bla bla. Ja, du kannst Flügel haben, Ranch. Hör auf, Josh zu ärgern. Komm schon, würdest du keine Flügel wollen? Flügel? Nein, weißt du, was das für ein Stress wäre mit Flügellöchern in der Kleidung? Nein, ich hätte lieber Nanotech-Tattoos. Die können ihr Muster verändern. Das wäre echt cool. Das wäre ziemlich cool. Das ist doch viel wahrscheinlicher. Die Technologie dafür könnte sogar schon existieren. Rock on! Passende DadSec Nanotech Tattoos. Ja, warum fährt er so langsam? Fahr schneller. Dankeschön. So, und jetzt? Hm, aber das Gespräch ging gerade echt lang mit Lenny. Naja.
Alter. Die Fahrkünste eines Profi-Rennfahrers, aber echt. Und ich muss euch dann auch irgendwann in einem Let's Play dann mal zeigen, was die Geldtransporter so bringen, weil es ist immer zufällig, was so passiert. Zeit, etwas zu graben. Ja, wir haben auch etwas gegraben. Was Gutes dabei? Nein, aber jede Menge Übles. Überdurchschnittliche Sterberate unter der obdachlosen Bevölkerung. Ein deutlicher Peak. Oh, das ist definitiv übel. Ja, was willst du? Hey, ich habe von diesen mobilen Kliniken hier gehört. Ich wollte mehr über sie rausfinden. Warum? Da kannst du doch nicht doch leisten. Das ist meine Hut, Mann. Ich will's nur wissen. Gut. Und was weißt du darüber? Vor einem Monat tauchten Ärzte auf und boten Check-ups an. Impfungen und so. Man muss nur einen Wisch unterschreiben, dass sie deine Infos behalten dürfen. Das ist irgendwie schräg. Na vielleicht, was weiß ich. Hey, die Typen, die gestorben sind, waren die bei dieser Klinik? Ja, ich glaube schon. Du solltest Marty suchen. Er war bei der Klinik und sieht echt krank aus. Wo finde ich ihn? Er ist in einer dieser Gassen. Hat sich gestern oder vorgestern hingelegt. Ist seitdem nicht wieder auf. Okay. Danke, Mann. Ich sollte wohl lieber Marty suchen. Was haben wir denn hier? Eine Broschüre nur über Gratiskliniken? Also ja, ich will unbedingt alles darüber wissen. Also ich glaube, ich habe Marty gefunden. Heuchler. Ja, nein, ein anderer. Hey, Kumpel, bei dir alles okay? Ich sehe, soll ich dich in die Notaufnahme bringen oder so? Nein, der Doc macht's nur noch schlimmer. Bevor ich mal Arzt war, ging's mir gut. Warst du bei der kostenlosen Klinik? Soll das heißen, dass es dir hinterher schlechter ging? Die Schwester meinte, nach dem Impfen könnte ich mich krank fühlen. Shit, ich gehe da nicht wieder hin. Warte, was mit Marty und Josephine passiert ist. Marty und Josephine? Marty ist so gut wie ich. Weißt du, wo ich Marty finden kann? Der liegt auf einer Couch in der Nähe. Hat sich seit gestern kein Stück bewegt. Ach, na, arme Sau. Oh! Kopf hoch, Mann. Keine Ahnung. Sie haben diese Klinik geschlossen. Irgendwann schließen sie sie alle. Sie werden privatisiert. So mit Türklingeln und Sicherheitsleuten. Jetzt muss ich über die Brücke gehen, um alle zu finden. Keine Ahnung, Mann. Das macht mich langsam echt. Alter, was quengelt ihr da so rum? Meine Fresse. Okay, ich glaube, ich habe Marty jetzt gefunden, ne? Ja. Ach du Scheiße, Mann. Hey, hey, brauchst du Hilfe? Schon gut. Mir geht's gut. Alles gut. Ich soll nächste Woche nochmal zu ihm. Der Arzt in der mobilen Klinik? Ja. Brauchst du was, Kleiner? Also, ich wollte eigentlich mehr über die Klinik herausfinden. Was für Spritzen sie den Leuten geben? Keine Ahnung. Spritzen halt. Aber ich habe gesehen, wie einer der Docs dieses Injektionsding weggeworfen hat. Ist in einer gelben Mülltonne. Irgendwo hier. Das könnte wichtig sein. Danke, Mann. Na klar. Na klar. Impfpistole. Ich suche eine Impfpistole in einer gelben Mülltonne. Hm.
Für so eine gelbe Mülltonne. Und leider sehe ich keine Mülltonne. Oh, gefunden. Also gelb sieht es für mich nicht so wirklich aus, aber naja. Ich komme mir vor wie in so einem Cyberpunk-Sci-Fi-Film. Hey Josh, hab eine Impfpistole gefunden. Der Typ hat mir gesagt, das Ding haben sie in der Klinik benutzt. Hervorragend. Ich schicke euch jetzt die Daten. Damit aktualisiere ich die Scanner-App, die Lenny dir gezeigt hat. Dann müsstest du nach mehr Nanotech scannen können. Das wäre sehr hilfreich. Ja. Sieht aus, als würden sie senden. Du müsstest mit deinem Handy aufspüren können, wo Leute mit Nanotech gewesen sind. Je näher du kommst, desto stärker wird das Signal. Ist da jemand drin? Nein! Du hast dich irgendwie selbst verraten, Mann. Dachte, wenn ich Nein sage, kapierst du vielleicht, dass ich nicht okay. will. Ich versuche nur, die mobile Klinik zu finden. Oh nein, mach das nicht! Was? Bitte nicht? Hör zu, du magst ja dämlich sein, aber das verdient niemand. Geh nicht zu der Klinik. Ich will nur mehr über sie rausfinden. Die gaukeln den Obdachlosen eine Gratisbehandlung vor, injizieren uns keine Maschinen und gucken, ob wir das überleben. So, jetzt weißt du alles. Das war eine Menge Informationen. Ich weiß, es klingt verrückt. Die Cops haben mir auch nicht geglaubt. Aber das Klinikpersonal hat mich gehört und die wollen mich umbringen. Versteckst du dich deswegen in deiner Betthöhle? Ah, wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen. Okay. Nanotech. Kreatives Versteck. Nanotechnologie könnte hunderte medizinische Probleme lösen. Diabetes, Blindheit, Taubheit, Autismus. Von Verbesserungen der natürlichen Fähigkeiten ganz zu schweigen. Ja, das ist alles ziemlich cool. Aber Feldversuche an Obdachlosen, ohne humane Versuchsbedingungen. Ja, würdest du das machen? Nanotech testen, um, naja. Nicht neurotypisch zu sein? Vielleicht. Das Experiment wäre ein Versuch wert, aber nur, wenn es reversibel wäre. Ich mag mich, wie ich bin. Vielleicht mag ich mich ohne Asperger nicht mehr. Ja, ein wichtiger Punkt. Wie viel davon macht aus, wer du bist? Josh. Ja? Unser Freund Marty? Abgesehen davon, dass er ohnmächtig ist und der Nanotech-Scan positiv, hat er eine Injektionswunde am Handgelenk. Wetten, dass sie ihm Nanotech direkt ins Blut injiziert haben? Würde mich nicht wundern. Ich schätze mich auch nicht. Oh Gott, also der Part jetzt geht jetzt echt richtig lang. Sorry Leute, schon mal. Hä, wollen die mich verarschen? Wobei ich würde sagen, ich beende kurz den Part. Und danach treffen wir uns dann hier wieder und dann suchen wir den letzten Hinweis. Ciao, Leute.